standesgemäße Begrüßung des neuen Cheftrainers Norbert Meyer bei der Saisoneröffnungsparty im Stadion am Böllenfalltor. Der Mann hat keinen einfachen Job. Durchwachsene Testspielergebnisse, die Abgänge der Leistungsträger der vorangegangenen Saison und die bisher überschaubare Anzahl von Neuverpflichtungen. Die Situation der Lilien vor dem Saisonstart in knapp 3 Wochen ist schwierig. Darmstadt 98 ist wieder der Underdog der Bundesliga. Eine Situation, die die Fans kennen und von der sie sich nicht die Laune verderben lassen. Überzogene Erwartungshaltung hat hier heute niemand. Ja, wird schwierig. Ich hoffe mal, dass wir den Klassenerhalt halten. Ne? Wenn sie es schaffen, wieder so einen Zusammenhalt und so eine Verbundenheit zu kreieren, dann werden sie wieder mindestens 15. Es wird sehr, sehr spannend, es wird eng, aber ich glaube, wir werden hier wirklich Gänsehaut pur hier haben am Bölle. Ich denke, es wird nicht so gut laufen, da doch schon viele Abgänger dabei waren, die uns dazu verholfen haben, in der ersten Liga zu bleiben. Aber ich bin doch schon optimistisch schon, aber es wird sich zeigen. Ja, hoffen wir das Beste. Ich wünsche so viele Tore, dass sie noch in der ersten Liga bleiben. Darmstadt startet am 27. August auswärts gegen Köln in die neue Saison. Und wenn die neue Mannschaft sich ein Beispiel an diesem Fan nimmt, braucht man sich ja eigentlich gar keine Sorgen zu machen.